mein Jungen. Man. Nee, Spaß. Yo, ich gucke nochmal auf die Frage von Lola Bunny Butt und ich lese sie mir nochmal durch. Alle Assassin's Creed Multiplayer Charaktere haben quasi einen Beruf. Welcher ist der coolste, findest du? Also, ich soll mir jetzt einen Beruf aussuchen, den ich finde, der am coolsten für die ist. Nehmen wir jetzt mal einfach Tischler. Welchen von denen würdest du am liebsten haben? Also, ich soll mir jetzt einen Beruf ausdenken, den jetzt sagen und. Ich versch. Ja, meine Fresse, bin ich gerade zu blöd, oder? Ist auch egal, sorry. Was geht, was steht, Leute? Kev gefahren und steht hier mit einem neuen Commentary. Yo, Kev beantwortet eure Fragen. Vorweg, ich werde das Format umbenennen in Kevs FAQ. Erstens ist das kürzer, es hört sich cooler an, es ist einfach viel besser. Na, fangen wir mal an hier. Wenn das jetzt nicht nach der Reihenfolge ist, wie ihr mir die Fragen gestellt habt, tut es mir leid. Ich mache das jetzt gerade ein bisschen Randy Brandy hier. Aber diesmal fange ich in den Kommentaren von unten nach oben an. Und die erste Frage kommt von Linta oder Linza. Ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. Sorry. Wenn du dir einen anderen Namen aussuchen könntest, welcher wäre das? Ich weiß jetzt nicht. Ist das auf YouTube bezogen oder im Real Life? Also auf YouTube wäre ein richtig geiler Name, wenn ich mich Seven Copy nenne. Ist ein kleiner Hidden Name. Und im Real Life, keine Ahnung, ich finde Kevin eigentlich grundsolide. Nur der Name wird im Internet mega gehatet, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil diese Kevin-Witze kannst du einfach über jede Lisa, über jeden Peter genauso gut machen. Oder über jeden Thomas, Tobias, ist genau dasselbe. Aber ist ja auch egal, ich hoffe, damit habe ich deine Frage beantwortet. Seven Copy ist ein richtig geiler Name, den würde ich mir auch ändern. Aber vielleicht werde ich das ja eines Tages. Wer weiß, wer weiß. Die nächste Frage kommt von LFRX Galactic Rise. Hast du mal darüber nachgedacht, eine Frau zu werden? Ja, na klar habe ich das schon mal. Und ihr wisst doch ganz genau, was jeder Mann, der eine Frau wäre, für einen Tag oder so machen würde, ne? Genau, ich würde mit einer Handtasche durch die Stadt laufen. Ja, tatsächlich habe ich schon mal darüber nachgedacht. Fände ich mal cool, einen Tag eine Frau zu sein. Und ich wäre wahrscheinlich die größte Schlampe dieser Welt. Aber ist ja Fakt, ne? Wenn eine Frau ein Mann mehr wäre, würde sie ja auch erstmal ihren Körper ausprobieren. Aber wir schweifen überhaupt nicht ab. Ich wollte sagen, wir schweifen ab, aber das wäre total dumm gewesen. Nächste Frage ist von VET. Oh mein Gott, viele Fan of the Year. Welchen deutschsprachigen Rapper magst du am meisten? Oder falls es mehrere sind, welche? Ich kann jetzt so von momentan sprechen, weil es gibt ja immer solche Phasen im Leben, wo man den und den dann mehr mag als den und den. Also momentan höre ich sehr viel Sierra Kid, also unnormal viel Sierra Kid. Das ist jetzt relativ nah an neuen Tracks, die ich jetzt höre. Die hat mir The Sebeta empfohlen, alle. Grüße an dich, Bro, ich liebe dich. Von Prince P höre ich momentan ein bisschen Casper, Sierra Kid. Ich mag auch ein paar JBB-Rapper, die höre ich mir auch im Moment an. So wird man ja aufmerksam auf die durchs JBB, zum Beispiel AT oder Entertainment höre ich richtig gerne, ich weiß nicht warum. Ja, also das sind so Pi mal Daumen meine Lieblings-Deutsch-Rapper momentan. Er fragt ja Deutsch und ja, wenn mir noch einer einfällt, blende ich den jetzt ins Video ein. Der sollte jetzt da stehen, wenn mir noch einer eingefallen ist. Und dann geht's jetzt weiter, nächste Fragen von Lola Bunny Butt. Alle AC-Multiplayer-Charaktere haben quasi einen Beruf. Welcher ist der coolste, findest du? Welchen von denen würdest du am liebsten haben? Ja, ich weiß nicht. Ein Beruf quasi. Ja, ich finde eigentlich alle Berufe da schwul. Ich kann die Frage irgendwie nicht beantworten. Nee, ist nicht gut. Was heißt nicht gut? Ich mag das nicht. Oder ich verstehe die Frage schon wieder falsch. Ich hoffe nicht. Was ist dein Lieblings-Soundtrack von den AC4-Maps? Ich habe noch nie auf die Musik in Assassin's Creed 4 geachtet. Noch nie. Sorry, dass ich deine Fragen einfach mal überhaupt nicht beantworten kann. Aber die dritte kann ich beantworten. Findest du den Schmied denn von ACB auch so geil wie ich? Der Schmied ist so ziemlich der coolste Charakter. Ohne Scheiß, der ist richtig geil. Das Problem, was ich immer an dem hatte, der hatte zu wenig Hammer-Kills. Der hatte einen, wo er dem die Beine wegschlägt und dem in die Fresse den Hammer haut. Der war richtig geil. Und sonst fällt mir eigentlich schon gar kein Hammer-Kill mehr von dem ein. Außer, dass er von erhöhten Positionen auf ihn draufgesprungen ist und voll mit dem Hammer in die Fresse. Ja, der Schmied ist cool, den mag ich. Sorry, Lola Bunny Butt, falls ich schon wieder irgendwelche Fragen von dir missverstanden habe, aber ihr müsst es auch richtig schreiben. Oder ich verstehe schon wieder falsch, ist ja auch egal. Ist ja nicht so wichtig, aber danke für die vielen Fragen übrigens. Hätte ich nicht gedacht, dass da doch noch so viele reinkommen. Und da hat sich Oma Ficker doch noch wieder eingeschleißt.
wann wir uns treffen. Ja, wenn du ein Auto hast, Bro, dann fährst du mal nach Dortmund runter. Peace. Ascentic fragt, wie war es beim Vorstellungsgespräch? Du wirst auslachen, wenn das Video hochkommt, habe ich morgen wieder eins. Oh Gott, aber das Vorstellungsgespräch war gut. Danke der Nachfrage. JDXD 2511. Ist der Mond wirklich da, wenn niemand hochguckt am Abend? Ja, sick ist er da, Junge. Aber man kann es nicht beweisen, das ist das Schlimme. Erkennt ihr das, wenn ihr durch eure Hood lauft und nach oben guckt und der Mond bewegt sich mit euch? Das ist wunderbar, ich liebe das. Obwohl er sich halt nicht mitbewegt, das sieht halt echt nur so aus. Ja, natürlich bewegt er sich nicht mit und natürlich. Aber das ist cool. MMAG to the motherfucking Hooligan fragt, was waren deine liebsten PS2-Spiele und warum? Meinen Lieblings-PS2-Spielen direkt Kingdom Hearts fällt mir ein. Kingdom Hearts, richtig geiles Spiel. Und kann ich nur jedem empfehlen, Kingdom Hearts, wer es noch nicht gespielt hat. Es geht halt darum, um einen Jungen mit einem Schlüssel und den Rest müsst ihr selber spielen, weil ich die Story vergesse. Meine Real-Life-Freunde spucken mir jetzt bestimmt in die Fresse, weil wir das Spiel halt echt gesuchtet haben wie die letzten MAG Hooligans, nächste Frage ist, schaust du noch fern? Wenn ja, was? Ich schaue tatsächlich bei meinem Dad, wenn ich bei meinem Dad samstags bin, schaue ich mit ihm RTL 2 oder RTL, keine Ahnung. Ich gucke mit dem manchmal DSDS und so einen Scheiß. Würde ich aber nicht machen, wenn ich nicht zu meinem Vater gehen würde. Der hat halt keine Xbox oder so. Hä, natürlich nicht. Sonst gucke ich eigentlich nichts mehr. Ich bin momentan, was heißt momentan? Vor noch einem Monat habe ich noch sehr viel auf Netflix, Family Guy und so geschaut. Aber momentan bin ich schon wieder seit 3-4 Wochen nicht mehr auf Netflix, sollte ich mal wieder machen. Und ja, sonst schaue ich keinen Fern. Also ich bin eigentlich zu 99%, was Gucken von Videos geht, bin ich auf YouTube. Und Alter, wir sind ziemlich schnell durch heute. Das macht mich ein bisschen traurig. Xdeadly Venom fragt, wie schaut's mit der Bewertung von deiner JBB-Analyse zu Geo vs. SpongeBob aus? Und das, meine Freunde, gucken wir zusammen. Moment. Ich bin gerade im Internet. Das Internet ist für alle Neuland. Nee, Spaß. Moment. Ich suche es. Stanley Venom und den anderen interessiert bestimmt auch. Wo ist es denn da? Also es hat 7808 Aufrufe, 44 Likes und 61 Dislikes und 45 Kommentare. Hätte ich mir jetzt gerade schlechter vorgestellt, aber so ist es, meine Freunde, so ist es. Nochmal 44 Likes und 61 Dislikes. Fahren wir weiter mit Xdeadly Venom. Zweiter Frage. Was ist dein Lieblings-Softdrink? Mein Lieblings-Softdrink ist tatsächlich Schwippschwapp oder Mezzomix. Ich mag dieses Cola Küst Orange. Alter, das habe ich jetzt nicht gerade wirklich gesagt, oder? Dann darunter steht noch Oma FIKK4 mit einem Zwinker-Smiley, der eine Träne ablässt. Und wir sind bei der letzten Frage von Boogerman TV. Willst du noch in die USA und warum? Ja, ich will auf jeden Fall noch in die USA, ist auch einer meiner Lebensziele, auf jeden Fall irgendwann mal einen Kollegen zu finden, der das mit mir durchmacht oder vielleicht meine zukünftige Freundin, Frau, bla blub. Ich will auf jeden Fall mal nach Amerika, auf jeden Fall will ich die Städte sehen, wie die Hausen und ich würde auch gerne mal nach Tokio oder so. Also komplett von allem, was uns hier geboten wird, so quasi. Die komplette Vorstellung ist ja komplett anders so. Wie die leben, was die machen, wie die essen, dies, das, was die essen. Ich finde das einfach mega interessant und auf jeden Fall will ich die Welt sehen. Und ja, USA ist auf jeden Fall mein erstes Ziel. Auf jeden Fall mal nach Nashville und so. Richtig geil. Und ich will auch mal nach LA, New York. Ist ja auch irgendwie so ein Traum von jedem, der in Deutschland geboren oder aufgewachsen ist oder generell, es gibt auch Millionen Japaner oder generell Menschen aus dem asiatischen Raum, die sicher mal nach Deutschland möchten. Können wir für uns jetzt so gar nicht sagen, weil das ja für uns täglich Brot ist, hier zu leben und quasi auch, wir kennen es ja nicht anders. Und genauso wenig wie die es nicht anders kennen, bei sich so zu leben, wie sie leben. Ne? Und ja, und das finde ich halt mega interessant und das ist echt cool. Auf jeden Fall, die Frage sollte ja wohl auch jetzt beantwortet sein werden könnte.
Konjunktiv-Mode, man. Nee, Spaß. Yo, ich guck nochmal auf die Frage von Lola Bunnybutt und ich lese sie mir nochmal durch. Alle Assassin's Creed Multiplayer-Charaktere haben quasi einen Beruf. Welcher ist der coolste, findest du? Also ich soll mir jetzt einen Beruf aussuchen, den ich finde, der am coolsten für die ist. Nehmen wir jetzt mal einfach Tischler. Welchen von denen würdest du am liebsten haben? Also ich soll mir jetzt einen Beruf ausdenken, den jetzt sagen und ich Ja, meine Fresse, bin ich gerade zu blöd, oder? Ist auch egal, sorry. Sorry. Ja, ich hoffe, das Video hat uns trotzdem gefallen, auch wenn Lola Bunnybutt mir in die Kommentare einen Headshot gibt und so, weil ich zu blöd bin anscheinend. Sorry. Naja, ich hoffe, euch hat das gefallen und wenn ihr wieder ein Cavs FAQ wollt, schreibt es in die Kommis, dann mache ich wieder so eine Sprachenstell-Video-Kack-Pratzen-Kack-Ding. Oder ihr könnt mir auch auf Twitter folgen, dann mache ich das da zukünftig. Ich weiß nicht. Haut's rein. KFK von Warmstift. Und ihr könnt mich auch auf Facebook liken.